So, da gibt es mal einen Eindruck von dem Bauplatz der Platte für die Piratenwelt. Ja, ihr seht, hier ist noch ein munteres Puzzeln angesagt, wie man das jetzt grundlegend mal strukturiert. Ich habe einfach mal Baseplates ausgelegt, 32x32. Habe hier noch einen Bereich, wo ich reintreten kann. Damit komme ich dann halt auch weiter bis hier hinten. Kann man halt besser hingreifen. Macht schon Sinn. Hier habe ich ja schon so ein bisschen Berge gestaltet. Das hier ist auch noch mal ein Element mit einem etwas mit einer Anhöhe noch mal. Ja, hier bekanntes Set. Hier habe ich einen Teil des Sets, was ich auch euch schon gezeigt habe, von den normalen Plates auf eine Baseplate übertragen. Das war jetzt auch gar nicht so einfach. Da musste ich schon einiges wieder neu aufbauen. Ist auch noch nicht wirklich optimal, weil hier der Bereich, den habe ich quasi auch abgerissen, beziehungsweise mir ist das Ding auch hingefallen. Das war auch nochmal ein Thema. Ja, passiert natürlich auch ab und an mal. Hier ist noch der andere Teil und der wurde ja dann mit diesem Gelenk hier verbunden. Und da überlege ich halt, ob ich das wirklich auf einer Baseplate noch komplett aufsetze. Würde dann natürlich etwas höher kommen. Muss ich schauen, ob ich das so mache oder ob ich es wirklich nochmal zurückbaue, weil das wird schwierig werden, da die Plates drunter wegzubekommen. Ja, ihr seht ja hier, dass hier überall normale Plates drunter sind. Ja, also da müssen wir schauen, wie ich das mache. Und hier seht ihr noch, ist auch noch ein Teil von diesem Set hier, diese kleine Gefängnisinsel. Die habe ich jetzt einfach mal nur hier hingestellt. Und mal schauen, wie und wo ich die dann aufsetze. Ja, das ist hier so mein Baubereich. Da sind wir beim 1,50 m, glaube ich mal, 1,52 m ist die Baufläche. Ja, ich denke, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Da ist auch hinterher noch genug Wasserfläche und Platz für die zwei Schiffe, die ich habe. Ja, das ist mal so ein erster Eindruck. Und dann werde ich euch dann zukünftig nochmal updaten, was das Ganze angeht. Aber so habt ihr schon mal einen ersten Eindruck und könnt euch schon mal was vorstellen. Okay, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Bis bald. Ciao, ciao.